Also hier bin ich hergegangen und habe dieses Ornament da mit dieser Rolle, also eine Walze mit einem Muster drauf, die heißt du Musterwalze, nicht Rolle. So, und hier sieht man also, wie das da drin ist. Man sieht auch wieder, es gibt einen glatten und einen verdichteten Materialanteil auf der Oberfläche. Sie ist wieder grob. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Mir gefällt es sehr gut. Das hat wirklich was. Auch der Mittelbereich. Und wie ihr seht, da wo das Ornament drin ist, sieht man das sehr schön.